Der Fußballer Gerard Piqué hat alles gewonnen. Er ist Welt- und Europameister mit Spanien. Mit seinem Herzensclub FC Barcelona hat er mehrfach in der Champions League triumphiert. Aber mittlerweile kommt er über die Rolle des Reservisten nicht mehr hinaus und zieht Konsequenzen. Das spanische und insbesondere katalanische Fußballidol Gerard Piqué beendet am kommenden Wochenende völlig überraschend seine große und extrem erfolgreiche Karriere. Das gab der Welt- und Europameister vom FC Barcelona seinen 20 Millionen Twitter-Followern in einem Video mit vielen Bildern aus seiner Kindheit bekannt. Für den FC Barcelona hat Piqué in 14 Jahren mehr als 600 Profispiele gemacht, unter anderem gewann er mit dem Club dreimal die Champions League. In den vergangenen Wochen haben viele Leute über mich geredet, jetzt rede ich selbst, sagte der 35-Jährige, der mittlerweile über die Reservistenrolle nicht mehr hinauskommt. Ich wollte nie Fußballer werden. Ich wollte Barca-Spieler werden. Was hätte der kleine Gerard wohl gedacht, wenn er gewusst hätte, dass sich alle seine Träume erfüllen werden? Dass er jede denkbare Trophäe gewinnen würde? Dass er Europa- und Weltmeister werden würde? Piqué wurde in Barcelona geboren und als Fußballer vom FC Barcelona ausgebildet. Nach zwischenzeitlichen Stationen bei Manchester United und Real Saragossa war er 2008 zu Barca zurückgekehrt. Nun habe er sich entschieden, diese Reise zu einem Ende zu bringen. Ich habe immer gesagt, es werde für mich nach Barca keine andere Mannschaft geben. Und dabei bleibt es. Sein letztes Spiel im Camp Nou werde das Ligaduell mit UD Almeria am Samstag sein. Piqué hat sein letztes von 102 Länderspielen bei der WM 2018 in Russland bestritten, er stand aber für die Endrunde in Katar im vorläufigen Kader von Nationaltrainer Luis Enrique. Er werde künftig ein normaler Fan sein und die Liebe zu Barca seinen Kindern weitergeben, sagte der Katalane, und früher oder später, ihr kennt mich, werde ich zurückkehren.